Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer-Checker im ETS2 in mein Singleplayer. Ja, wir stehen jetzt hier in Rostock, haben eine Pipeline, oder was ist das, geladen. Ja, und mit dem Ding fahren wir jetzt nach Berlin. Was sie in Berlin da mit so einer Pipeline-Dings wollen, keine Ahnung. Aber der Auftrag ist halt so und dann fahren wir natürlich dorthin und geben das da ab. Weit ist es nicht. Ich glaube, es sind gerade so knapp 300 Kilometer oder sowas. Und ja, und schauen wir mal. Aber ich denke, wir werden da gut hinkommen. Von daher denke ich, wird es keine Probleme geben. Aber man weiß ja nie. Demnächst rechts abbiegen. Letztes Mal habe ich mich ja nach dem Navi total verfahren, wo die Schilder nicht lesen kann, aber naja. Aber auch da muss man halt mal schauen, dass man da mal ein bisschen besser aufpasst. So, das zu diesen. Aber das läuft auch alles, das passt. Und dann schauen wir mal. Demnächst links abbiegen. Ob nur das alles gut wird, dass wir gut ankommen. Biege nach links ab. Ja, bis Berlin ist ja nicht weit. Das ist ja gleich auch um die Ecke, sage ich mal, mehr oder weniger. Aber das Zeug hängt hier auch ganz schön am Haken. Hinten dran, ja. Ja. So. Wo fährst du jetzt hin, mein Freund? Ah, irgendwie ruckelt es so ein bisschen, habe ich hier den Eindruck. Aber naja, manche Kunden haben bestimmt irgendwie ein den, was man im Hintergrund sieht oder irgendwas. Naja, schauen wir mal später. Jetzt fahren wir erstmal nach Berlin. Dann werden wir das Ding da abgeben. So, rote Ampel, da müssen wir natürlich warten, ist ja klar. Und weiter geht's. Nicht weit ist es ja nicht. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir die Gaspipeline dahin bringen, so ein Stück Rohr. Und was sie in Berlin wollen, damit weiß ich nicht. Aber Auftrag ist so, da müssen wir halt dahin fahren. Ne? Und wie gesagt, ihr wisst ja, ich fahre ja eigentlich von Firma zu Firma. Und von daher ist das schon alles okay. Irgendwie, weiß nicht, habt ihr den Eindruck, das ruckelt hier so irgendwie? Ich glaube, ich muss da mal schauen, was da ist. Aber das kriegen wir auch hin. Aber das mache ich offline. Damit kriegt ihr da nichts mit. Das passt dann schon. So. Und auf geht's. Aber das läuft schon. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Also ganz schönes Gewicht hier hinten dran. Ne? Also, wenn man das so sieht hier. Aus. Aber so ist es halt nun mal.
das dauert ein bisschen, bis der auf Tour kommt mit dir. 300 PS oder was ich hier habe, das ist nicht viel. Aber so ist es halt. Man kann nicht alles haben, ne? Und 1000 PS müssen wir nicht haben unbedingt. Von daher ist das schon. Aber man kommt auch schön langsam ans Ziel, das ist die Hauptsache. Solange die Ladung nichts abkriegt und man tut den LKW nicht schrotten, ist alles tipptopp. Aber man hat bei echt auch wirklich zu tun, hier auf Tour zu kommen, ne, mit den 300 PS. Aber so ist es halt. Aber das läuft gut. Bitte links halten. Ja, warum der hier runtergefahren ist, ist auch keiner so richtig. Aber egal, wird schon seine Richtigkeit haben. Ah, die Bremsen so weit runter, das gibt's gar nicht. Ne? Aber naja, halt KI-Verkehr, kann man nichts machen. Ne? Aber das läuft und funktioniert. Wie gesagt, jetzt muss ich hier ein paar Folgen aufnehmen, weil ich auch in Urlaub bin und alles. Und dann werden wir auf alle Fälle dann noch für den ATS noch weiterhin aufnehmen. Schauen wir mal. Wird natürlich alles nicht heute werden, wo ich das aufnehme, aber bis zum Urlaub oder bevor ich in Urlaub war, werde ich das wohl. Daher schauen wir mal. Aber es läuft doch gut, aber es ruckelt aber auch irgendwie, ne? Habt ihr auch so den Eindruck? Oder ist das bloß bei mir so? Muss ich echt mal schauen, was das sein, was das ist. Weil das ist schon irgendwie nervig, muss ich sagen. Außen an sich geht, aber wenn ich innen bin, dann ruckelt das so irgendwie. Oder sehe ich das falsch? Jedenfalls sind hier mich noch mit dem Boden, außen und innen, das, also außen auf alle Fälle. Das sieht ja hier noch nicht aus. Aber es sieht trotzdem top aus hier irgendwie. Die Landschaft und so sieht aus, gut aus, auch obwohl es alte ist, aber es passt. Ja, ich finde es auch gut, dass das Spiel immer weiter sich entwickelt. Bleib ja drüben mit deinen Emma in der. Hallo, wo jetzt nicht wahr sein, du? Ja, da einfach rüber, du. Frechheit siegt irgendwie, oder?
Nee, das kann er wohl echt nicht. Das ist wirklich so. Frechheit siegt. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist wirklich so, Frechheit siegt. Sowas habe ich auch noch erlebt. Da zieht er einfach raus, ohne zu gucken und alles, bringt mich noch ab. Und lässt mich noch nicht vorbei, also das ist schon krass. Aber naja, kann man halt nichts machen. Aber wir kommen trotzdem gut an, das ist die Hauptsache. Wenn kein Schaden ist und so, passt das alles. Bis jetzt läuft es auch gut, muss ich sagen. Jetzt weit ist es ja ohne mehr. Dann sind wir ja da. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, ich will konzentrieren hier, deswegen sage ich auch nichts großartig gerade. Ich will jetzt hier auch einen Fehler machen. So, jetzt kommen wir natürlich gleich in Berlin an und da geben wir die Ladung ab natürlich. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Entschuldigung. So, dann kommen wir mal nach links, dann sind wir nämlich fast richtig. Bis wir noch richtig ankommen. Immer geradeaus. Biege nach links ab. Vorne raus. Da war das doch.
Hätten doch hier nach links drehen müssen. Immer geradeaus. Ja, dann tun wir halt hier mal schnell wenden. Okay, lass uns eine neue Route finden. Biege nach rechts. Hier auf. Rein. Sind wir richtig hier? Oh ja, passt doch. Perfekt. So. So, da dürfte hier natürlich jetzt nichts passieren. Hier gut an. So, dann sage ich mal vielen lieben Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, dann über Like, Abo würde ich mich natürlich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.